den Hackerspace bauen, dann, dass wir selber Gebäude können aufstellen können. Und wie das so zustande gekommen ist, war die Motivation, es so zu machen. Habe ich jetzt hier zum Einstieg noch ein paar Folien. Im Sommer 2013 da sind wir als Hackerspace noch bei einer Schreinerei im Keller gewesen, etwa 65 Quadratmeter. Und haben nebendran noch eine Garage gehabt für das Material. Im Sommer 2013 haben sie uns das gekündigt, weil die Firma braucht mehr Platz. Und dann haben wir das Material und das Server-Rack und alles auch noch in der kleinen Hackerspace genommen. Und dann ist es ein bisschen unordentlich geworden und wenn wir irgendwie etwas Offizielles haben wollen machen, müssen wir das zuerst wieder irgendwie rausschieben auf die Straße suchen, dass wir drinnen überhaupt Platz haben. Und dort haben wir mal überlegt, ja, irgendwie wäre noch cool. Und ein bisschen rumgeschaut und haben dann eben gesehen, dass der Volk vom Nachbardorf hat gezügelt und ein provisorisches Volkgebäude, wo so Elementbau, Containerbau, Pavillon ist, hat ein Schild dann zu verkaufen. Dort haben wir angerufen. Das war noch nicht klar gewesen. Der hat irgendwie gesagt, ja, ein anderer hole ich eine Hälfte. Und dann hat er die Hälfte von einem Pavillon auch nicht, da habe ich keine Wand. Und dann auch gut. Und dann. Ja, dann hat er mir wieder zurückgerufen, ja, dann sind jetzt abgesprungen und sind jetzt das Nebenbaurecht abgelaufen und der 25-jährige oder der 20-jährige Bauvertrag dort für den Volk ist auch abgelaufen. Jetzt ist das Gebäude illegal und die Gemeinde hat jetzt gesagt, es müsse bis im April weggebaut werden. Er würde es uns schenken, wir müssen es auch dort holen und die Pflichten übernehmen, um den Zug zu bauen, Strom abschneiden und so. Und dann habe ich doch nicht ganz sicher gewusst, ja, wo eine Stelle in zwei Wochen und so. Und dann habe ich aber gerade zufällig jemanden kennengelernt, der in einem Gemeinderat ist, in einem anderen Dorf, und gesagt hat, ja, es ist schon üblich, dass so Vereinslokale, auch Pfadihütte oder so, dass da im Baurecht aufgestellt wird auf einem Grundstück, wo halt der Gemeinde oder Stadt gehört. Da fänden wir schon eine Lösung. Und dann habe ich dann gesagt, also gut, wir nehmen den. Und ich hatte viele Fotos, wir haben eigentlich nur so recht viele schriftliche Sachen müssen machen, einen Plan. Aber da, genau. Im 2013 sieht man nochmal den Raum, den wir hier hatten. Das ist halt, wenn wir für Kinder den Jugendcomputerclub gemacht haben oder so, den ist halt, jetzt sind 18 Kinder irgendwie da weggebürgt gewesen. Oder wenn wir eine Lernparty hatten, haben wir gesagt, die geht noch weiter, die geht noch da auf die Straße raus. Aber es war immer ein bisschen eng gewesen. Und am Mittwochabend, wenn wir noch Hardware hatten, dann hat jemand wieder einen Rüdedrucker bauen. Das ist dann alles vollgestellt immer. Das ist dort schon ein bisschen, man hat schon ein bisschen gesehen, oh ja, jetzt, wir müssen irgendwie eine andere Lösung haben. Der Raum ist ein bisschen eng. Wir haben auch Sachen ausgelagert. Da ist irgendwie etwas, da ist irgendwie bei mir zu Hause noch eine Mathe-Kiste im Keller gewesen. Ein bisschen Sachen. Kleiner Vorrat. Hast du schon angefangen? Ja. Hast du aber noch nicht viel verpasst. Die Baustelle hat noch nicht angefangen. Okay. Ja. Also hat eh keinen Platz mehr, ich glaube, ich muss nicht gross gehen, wenn ich kann sonst die Vorlesung im Internet, ich kann dir den auch freigeben, falls das jemand... Ja. Also auch andere Mitglieder haben auch so Sachen, dann hat die ihre Garage genommen, haben dann das Auto draussen lassen und Sachen in die Garage gestellt. Wir haben dann auch so eine kleine Kommission innerhalb vom Hackerspace, hat sich mal überlegt, wie wollen wir das regeln, wie müssen den neuen Hackerspace aussehen. Auch jetzt gerade, wenn man so einen Standard sucht, weiss wichtig, ist es vielleicht gut, dass wenn man mit dem ÖV anfährt, mit dann auch Vorschläge für einen Standort, wo wir wirklich hin müssen, noch hinlaufen irgendwie, weil es heute gar kein Bus fährt und so. So Sachen haben wir natürlich überlegt. Und sind nachher darauf gekommen, ja, es wäre für uns weiterhin gut, so Biering, oder dort, Biering ist so ein bisschen das Zentrum von allen Mitgliedern, weil die, die aus dem Kleck auch kommen, aus diesen Dörfern, die haben eine Straße auf Biering und die, die von Schaffhausen, Neuhausen und Stadt Schaffhausen, die haben auch eine Straße auf Biering. Also wenn man im Schaffhausen Hauptbahnhof hat, ein Zug, der fährt 5 Minuten, dann ist es Biering. Dann haben wir gedacht, Biering wäre schon cool. Und die Kommission gibt es bis heute noch, die tut jetzt immer noch schauen, wie organisiert man alles. Da ist es auch, da sind wir jetzt am Schauen gewesen, das ist vom EKS, vom Elektrizitätswerk Schaffhausen, gehört das Feld, da hat der Bauer einfach ein Feld gemacht, weil die gerade nichts gebaut haben.
Und dort haben wir mal gefragt und die haben nicht recht gewusst, ja, sie sind da etwas am Überlegen und dann könnte es sein, dass wir dann nach zwei Jahren wieder weg müssten. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben aber schon ein bisschen geschaut, ja, wo hat es da, wie könnte man es erschliessen überhaupt auf diesem Grundstück und haben schon beim Giss mal Pläne geholt und wirklich haben dann überlegt, ja, da hinten ist der, wo man da flach gemacht hat und da hat man da einen Hügel gemacht, aus Erde. Man könnte ja auf dem Hügel oben, da bauen sicher nichts, da könnte man doch unser Hackerspace auch nicht tun. Da ist so eine lustige Idee, haben wir gehabt, wo man möglichst spielig die Bauland überkommen. Da ist eine Gärtnerei, die 10 Jahre vorher kommt, kurz gegangen ist und da ist mal ein Treibhaus drin. Hat schon ein Fundament. Dann haben wir auch geredet. Da haben wir, die hat uns das auch gegeben, so als Übergangsnutzung, bis das mal verkauft wird. Aber da ist jetzt so, da hat es gerade neben dran, der DB-Bahnhof. Und da jetzt darf man es daher zahlen und die haben es in so eine Auflage gemacht. Alles war innerhalb von 200 Metern Umkreis von diesem teuren Bahnhof ist Heiligsindustriegebiet. Dort darf man nur arbeitsplatzintensive Nutzung bewilligen, nicht Übergangsnutzung. Und das war dann auch am Schluss nicht gewesen. Gleichzeitig, das ist später nochmal interessant, hat es das Neuhausen, das Gotek. Da ist eigentlich von der Wirtschaft, vom Wirtschaftsverband etwas, wo Schüler ein bisschen zum Basteln motivieren, zum so machen der Lehre als Polymechaniker, also so viel aus denen. Die sind dann aufgebaut, sind in eine riesen Halle bekommen da und haben auch vorgehabt, um da jetzt ein Müllstation zu und da kommen dann Klassen an. Da sind wir einfach mal reden mit denen. Wir haben dann, und das sind sie uns der richtige Hackerspace, der Rumpfklee ist auch noch gekühlt. Wir haben unser Zeug abschneiden und gehen von dort. Abschneiden. Und da unsere Möbel noch zumindest noch oder einlagern. Wir haben dann so eine Garage gemietet, bei dort, wo ich arbeite, und haben die schönen Sachen haben wir dann dort eingestellt, die man noch mal brauchen kann. Und haben dann, seit dem Herbst 15 haben wir uns dann im Büro, wo ich arbeite, haben wir uns mitbrauchen und haben dann einfach, ein grosser Teil vom Büro war ein Hackerspace gewesen. Dann, hat aber auch schon ein bisschen eingerichtet gehabt, hat auch Strom und Internet und so. Und wir haben Sachen, die wir vorher drinnen gemacht haben, haben wir jetzt halt zum Teil auswärts gemacht. Da waren wir mal in einer Privatschule und haben Workshops gemacht mit Arduino. Also sind halt weiterhin Aktivitäten gehabt, aber halt eben entweder in dem Büro oder dann irgendwo in der Turmhalle oder so. Da ist auch wieder ein Lager, da ist noch jemand, was zur Eventtechnik, dann haben wir selbst nach Hause tun, sind so Lichterkittchen Sachen. Und da sieht man jetzt mal den Erfolg, den ich zugesagt habe. Das sind eigentlich immer so Elemente, das ist 9 Meter lang, 2 Meter breit, immer so ein Stückchen da kann man es wieder aufschrauben, könnt da einzeln legen. Die 18 Meter lang. Wie mit dem Dach ist es fast 200 Quadratmeter. Und drinnen hat es sogar noch ein Kassenmöbel gehabt, und 3 Kühlregale, eine Kühltruhe und einen Blumenstrauß. Und auch gratis, Haribo. Ja, da haben wir versteigert im Ricardo 10 Franken bekommen. Und da haben wir auch noch also Früchte und Kumpfe und so. Und, die sind aber schon vor uns drin, die haben wir gar nicht mehr können nutzen. Und so, es ist auch so Sachen, ich weiß nicht, die haben fluchtartig den Erfolg verlangt. Es hat noch Sachen drin, also persönliches Kleider und weiss nicht was. Die alten Mitglieder haben jetzt noch Kleider, wo das Folgelogo drauf gestickt ist. Und eine Maus. Und das Gebäude, der Pavillon, das Gebäudeversicherung Kron hat gesagt, irgendwie, sie schätzen den auf 200.000 Stutz. Gebäudeversicherung kostet 200 im Jahr. Es ist einfach so, dass man da mal gehört, das ist irgendwie, das hat schon theoretischen Wert, auch wenn es so gefuckt ist alles, aber wenn man da natürlich jetzt wieder anzünden und müsst ein Haus machen in der gleichen Größe, wo wasserdicht ist und so, dann kostet es so viel. Die geschätzt. Dann wegen dem Rückbau, dann müssen so die Kabelzeuge demontieren, dass man die einzelnen Elemente halt voneinander nehmen kann. Zuerst Kabel und dann haben wir noch Sachen entsorgen müssen und Sachen nummerieren, dass man gewusst hat, in welcher Reihenfolge sind die Dachbleche dort angeschraubt und so. Da sieht man den Kollegen, wie er da die Lampen stromlos macht. Und die Klimaanlage und da haben auch ein bisschen Leute können helfen, zum Beispiel Kabel zurückziehen und aufrollen, haben dann auch so Jüngere gemacht, das sind auch vom Jugendkumpelclub, so 16-jährige Leute. Da sieht man ganz klein, dass man da manchmal so eine Nummer aufs Blech haben, dass man
wenn man das Licht dann lagert, dann ist es wohl ist. Und dann haben wir auch das Dach schon, das vorderste Element, das Dach abgenommen. Das ist ein Blache gespannt, damit es nicht einregnet. Hat aber nicht so gut funktioniert. Und dann mit dem Autowagenheber dann so ein Element, das wir lupfen. Wir haben nicht gewusst, was da drunter, wie schwer ist da. Und dann da ist ein Stück Winde, dann da hat es einen Triebel. Dann stoss hier aus einem Anti-Element. Und wenn das man ein bisschen Fläche hat, sind dann weggestoßen, dann raus. Und Teer geschnitten und Teer weggelupft und geschüffelt. Und da war es Sommer und heiß. Da weiß ich nicht. Das Teer weicht. Ja, und wir haben eigentlich fast jede Woche immer am Freitag irgendwie frei gehabt, sind da geholfen, das Ding abbauen oder bauen oder etwas. Da. Dann, das ist noch cool, wir haben so den Traktor mit meinen Eltern, und da haben wir nichts auslehnen, um etwas herumfahren. Und da haben wir für mega viel immer gebraucht. Der hat einen Frontrad, das war wirklich praktisch. Da hat das noch ein Gabelstapler-Modul vorne, das war so lustig. Da haben wir dann den Anbau, haben wir das Blech weggenommen und dann überlegt, wie kann man jetzt das transportieren mit unseren Sachen. Und dann haben wir herausgefunden, dass es legal ist, dass es nicht mehr in 4 Meter hoch sein. Ja. Dann haben wir es hier oben angeschnitten. Da wäre mal 4 Meter lang gewesen. Und so abgeschnitten hat es dann Platz gehabt auf dem Wägeli. Also man sieht da, das halbe ist jetzt schon drauf. Und das andere halbe haben wir dann so drin gestellt. Und es hat dann ganz genau noch so passt, dass es eigentlich, es wäre noch legal gewesen von der Höhe her theoretisch. Aber das Wägeli ist ein bisschen schwach mit den Autopneuen. Und mit so einem, ich sehe jetzt nicht so einen Plastikkompressor, ich probiere ein bisschen mehr Luft reinzulassen. Am Schluss haben wir gedacht, ich geniere mich ein bisschen, um so jetzt auf die Hauptstrasse zu gehen. Wir haben es dann jetzt mitten in der Nacht abgeladen, am neuen Ort. genau da. Ja, wir haben noch einen, in der gleichen Zeit, wo wir eigentlich noch gar keinen Hackerspace hatten, haben wir noch mit einer Stiftung kein Geld bekommen für einen eigenen Lasercutter, den grösseren. Und haben dann den auch wieder abgeholt. Der hat auch gerade auf dem Weg nicht Platz gehabt. Bis da 2 Meter lang, etwa da die Kantenlänge. Und dann haben wir dann auch noch ins Büro, wo ich arbeite. Und dann der Eingang von dem Ding. Wieso das der mal eine Pistole hat, weiß ich auch nicht. Und da haben wir dann auch mal das erste Mal in Betrieb nehmen. Das ist ganz stolz mit den 100 Watt Röhren. Das können wir ausprobieren. Und da ist auch noch ein bisschen etwas, was sich so ergeben hat, so eine Anekdote. Wir haben schlussendlich dann eben das Baurecht bekommen für da. Das ist der Ring in der Willowweg. Da ist schon ein Tennisplatz, das ist auch ein Verein. Und das ist aber eigentlich in der Industriezone. Das ist aber doch noch cool, weil 3 Minuten da durchlaufen, hat es einen neuen Mikro, einen grossen. Und 3 Minuten da durch, dann ist der Bahnhof, wo die im Ghetto waren, sind dort ausgestiegen. Also es ist wirklich alles relativ gut gelegen und durch Industriegebiet, wo man auch Flüter sein darf, im Dorf, theoretisch. Wir haben dann so eine Idee gehabt, ja, der Raum braucht nicht die ganzen 1000 Quadratmeter. Wir könnten ja dann da noch einen Zeltplatz machen und da so Schächte verscharren, wo es schon Strom hat, falls man da festzählt, ist jetzt noch Strom. Und hat ein Kollege von mir, wieder der Trakteur, hat arbeitet beim Flughafen, der gesagt, von so einer Flugstreckensanierung gibt es Stromschächte übrig. Das ist recht massiv, das ist über eine Tonne schwer, so einen Schacht. Aber sie sind noch cool, man hat da die. Auch die Rugel haben wir angebracht. Das Grundstück ist so tief. Die nächstgelegene Kanalisation ist 1 Meter oben an uns. Dann haben wir gedacht, ja, dann machen wir dann ein tiefes Loch aus Röhren. Und dort die Dachpumpe pumpt halt unser Gaggiwasser dann durch die Kanalisation nur. Darum haben wir dann nachgefolgt so Betonelemente. Haben wir alles gratis bekommen übrigens, hat dann da die Freunde vom Flughafen uns noch geholfen aufladen. Bin mit dem Traktor auf Kloten gefahren. Es war eine Auflage, dass man das Gelände, so also einen Bauzaun machen, dass niemand in den Aushubien stolpert oder so. Haben wir da die Bauzäune, haben wir dann gerade selber angeschafft, haben wir gedacht, das können wir immer brauchen. Und haben wir genug früh gekauft, dass wir für das ZTK noch können brauchen. Die haben wir zum Teil gebraucht, um unsere kleinen Zelte befestigen oder bei der Dusche, die Wände war aus dem. Wir haben
3-4 Mitglieder haben das Darlehen müssen geben, weil wir haben ja jetzt mal Geld gebraucht zum Bauen. Und die haben jetzt irgendwie 3-4'000 Stutz gegeben. Und dann müssen wir ihnen innerhalb 5 Jahren dann zurückzahlen. Und sie können es aber auch, wenn sie jetzt Geld brauchen, kündigen. Und wir, wenn wir es nicht mehr brauchen, können wir es auch kündigen. Das ist dann so ein Ding, das haben wir noch gemacht. Dann haben wir das Fundament, das ist eigentlich... Ah ja, das war noch lustig, wir müssen einen Aushub machen. Weil man tut, kommt ja nicht einfach auf die Wiese stellen, dass es laubrig ist. Man tut zuerst Erde abtragen und unten, wo es etwas härter ist, tut man einen Kies drauf. Und dann haben wir mega viel Erde gehabt. Wirklich irgendwie. Das ist am Mittag lang, sind die 4 Traktoren einfach so gefahren und gekommen und gegangen und haben Erde weggeholt von diesem Ding. Da haben die Bauern können brauchen, um einen Acker auffüllen, wenn es am Rand einen Graben hat. Dann können sie den Wagen voll Erde dort reinkippen. Und wir sind gratis Erde losgeworden, weil normalerweise, wenn da ein Bauunternehmen kommen und Erde holen, dann hätten wir müssen zahlen für die Entsorgung und so haben wir es können machen. Das mache ich auch viel zu brauchen. Ja, aber es ist eben das ist weiter weg. Mit dem Traktor, ich nur schon 3 Dörfer weiterfahren, habe ich mir gedacht, ich bin im Wagen Erde. Ich bin 1,5 Stunden unterwegs für irgendwie 6 Kubikmeter. Aber also, das lohnt sich schon nicht. Die Größe haben wir ein bisschen ausschneiden. Wie lange geht es denn Kloten? Ja. Das ist halt so eine Nacht um 2 oder so heimkommen. Das ist so ein Ding, das wir halt machen. Da hat es dann später einen Eingang und da ist dann so ein Saal und da hinten ist mehr ein bisschen Laut und Werkstatt und da hat es noch so ein Technikraum, wo Wärmepunkte wäre und so einfach gleich mal irgendetwas muss man angeben. Da ist quasi auch wieder die Grosse. Das haben wir dann auch gemacht, auch mit dem Takteur, mit dieser Schaufel da reingeschaufelt und aufgeladen. So. Da sind dann eben auch mehrere oder andere Leute gekommen und haben so Erde geholt. Und dann eben das mit so einem Acker, wie man halt hier am Rand aus so einem Ding reinkippen können. Da ist man dann so ein Ding, da musste ich Kühlwasser mich kümmern. Und am gleichen Tag habe ich das Gartenbackerli, hat es da unten so einen Pnöbel, das ist zu Hudeln und Fetzen gegangen. Und da ist aber, ja, genau, da haben wir dann den Rest, mit dem Traktor sieht man halt nicht genau, was man macht. Man schaufelt einfach mal und da ist natürlich nicht so exakt. Da was haben wir sind so das für Elektro-3-Räder, die da immer mal wieder auftauchen? Ja, das sind so grün. Ja, ja. Das sind Autos. Mit denen kann man fahren, das... Ja, Markenname, Modellname? Sam heißt das. Okay. Gibt es aber nicht mehr. Ah. Ja. Haben wir von einer Baustelle... Elektro oder? Elektro. Die zwei Kegel, die es gibt, die haben jetzt jeweils sogar noch einen Generator mit Benzin, wo man auf dem Beifahrersitz nehmen kann, so als Range Extender, sagen sie. Aber das ist ein bisschen Hobby. Da haben wir so eine Strecke gemacht, die piepst und haben dann auf den Boden gespreit, da musst du noch mal packen, da musst du noch mal. So haben wir das geschafft. Und dann haben wir noch Kanalisation und Erschliessung, haben wir dürfen selber machen. Das ist noch eine Sensation. Normalerweise musst du städtische Werk, Plan, wo dir das Wasser anschliessen. Du kannst nicht einfach irgendetwas machen. Und da haben wir dann jemanden gekannt, der uns geholfen hat und wir haben es dann doch daheim machen. Sonst hättest du pro Meter Schlauch im Boden für 100 Stutz zahlen. Und dann haben wir jetzt mit dem Gartenbackerli selber vergraben können. Und da ist das Gackeloch, da haben wir müssen, ist der Backer nicht so weit runtergekommen, da haben wir müssen Menschen von Hand noch fertig graben. Und da ist ein Drainagerrohr, das ist einfach aussen rum, hat es ein Rohr, wo noch so ein bisschen Grün hat. Dass wenn Wasser kommt oder Wiese, dass das, in, das ist das gleiche Rohr, wo der Dachhändler und das Dachwasser drin ist, dann wird es später sickern. Das haben wir gemacht. Und wir denken, wenn wir schon mal eine Baustelle machen zu Beringen, nutzen wir doch da gerade noch, um ein bisschen Werbung für unseren Hackerspace zu machen. Machen wir mal ein Lachen und ein Crowdfunding und einen Link auf der Homepage. Und hat dann, also, wenn man eh schon so einen schönen Sound hat, hat uns ein Starter geholfen, haben wir so angeschrieben, da ist ein Vereinslokal und da hat es einen 3D-Drucker. Haben wir auch dann noch nicht gehabt, dass die Leute ein neugierig geworden sind, wieso braucht es da? Und dann, das Crowdfunding war eigentlich noch gut für uns selber, um mal aufzuschreiben, was wir überhaupt haben. Haben noch ein kleines Video gemacht, so eine 1 Minute, wo einfach so ein bisschen erklärt, wenn wir sind und so. Und dann gibt es noch etwas, das ist noch cool. Wenn du es so darstellst in diesem Remake, dass es wissenschaftlich ist, dann kannst du dich da bewerben als Science Buster Partnerschaft. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wir brauchen eben auch noch
wir haben es quasi finanziert mit dem Hackerspace, aber wir wollen es ja drinnen noch einrichten mit dem Messplatz und haben irgendwie etwas Wissenschaftliches noch geschrieben. Und dann haben die dann unseren ersuchten Betrag noch verdoppelt. Wir haben irgendwie noch über 4'000 Franken noch bekommen von dieser Stiftung, die das macht. Das war gerade auch noch so ein netter Effekt von dem Remaking. Und wir haben etwas zum Teilen, so, wenn jetzt jemand fragt, was macht ihr? Dann habe ich drauf gehen, ein Video schauen und das ist super gewachsen. Da hat Fundament recht viel Kies gebraucht. 170 Tonnen, das ist etwa so viel Kies wie wenn man so schwer wie 100 Autos, ja, so viel Kies haben wir gehabt. Und da hat es so echte Lastwagen müssen kommen, kann das bringen. Und kann dann da in unseren Ausruhbier so eine abladen. Und da sieht man nochmal, wir haben schon gewusst, da wird man das Weg sein, da wird man die Küche sein. Wir haben schon so am richtigen Ort Rohr gemacht, wo dann da ist die Linie. Es gibt zwei Systeme, die eben versickert. Da geht alles in die Pumpe hier, wo dann später die Kanalisation geht. Da sieht man so einen Aussenschacht, wo man eben, wenn man mal einen Garten fest hätte, könnte Wasser und Strom und Internet rausholen. Und da dicke, da ist auch, der Rohr haben wir halt gratis bekommen, haben wir da auch noch eingebaut. Und in dem Rohr, da geht jetzt bei uns im Server rein und da drin ist das Internet. Also das ist jetzt gerade. Ja. Und da, das ist auch irgendwie, das hat ein bisschen gelebt von dem, dass man die Leute vom Dorf einfach können fragen. Da ist ein Gemeindemitarbeiter, der für so Strassensanierungen irgendwie Zeug gehalten hat, Reserven. Und dann bin ich, habe ich da gewusst und habe ihm mal geschrieben, ich habe sonst noch nie mit ihm geschrieben, darf ich so einen Deckel, wenn ich nicht einen neuen einkaufen oder einen eBay, kostet immer ein paar hundert Stutz. Und die haben, wir sind ein bisschen bekannt, wir haben ja den Jugendcomputerclub und da war auch ein Vater von so einem Kind und hat dann, ah ja, einfach mitnehmen, ist cool. Und dann haben wir eben so einen Schachtdeckel zum Beispiel so überkommen. Oder eben so Schläuche und einfach Zeug. Wir haben fast nichts gekauft am Anfang. Immer so ein bisschen, ich weiss nur, ein Bauer, der noch so ein Ding hat. Und ja, so ist es dann gelaufen. Da auch wieder mit dem Traktor haben wir dann da den ersten Rugel runtergelupft. Uns hat es übrigens 4 so Spannsäpfel verrissen. Die sind mega kitschig. Mega schlechte Spannsäpfel landen. Und da ist auch noch dazwischen gekommen, wir haben den Jugendhack, haben wir auch ein bisschen mitgeholfen organisieren. Patrick, oder? Gleichzeitig, während wir noch ein Bauprojekt gegangen haben, haben wir dann, ah ja, jetzt müssen wir auf alles unser Material auf Zürich bringen. Kistenweise und genau die Jugendarbeit. Haben wir also weitergemacht während dem Bauprojekt. Auch Technik letztes Jahr, Streaming und so, ist von unseren Kindern gemacht gewesen. Und wir haben auch zum Beispiel noch von einer Feuerwehr noch PCs bekommen, irgendwie ein paar gleiche Rechner. Die haben wir natürlich gerne geholt. Und haben so die Idee gehabt, ja, wir heizen dann unser neues Haus mit in dem, was wir Monero meinen, mit Xeon-Server. Und haben so Xeon-Server geholt. Aber das war dann auch mehr so ein Gag gewesen, dann haben wir dann doch nicht. Also ich kenne da jemanden, der tut seine Wäsche trocknen mit Bitcoin-Miner. Ja. Es kann sein, aber unser Raum ist dann doch zu groß, es hat dann zu wenig Temperaturdifferenz gemacht und dann haben wir sie wieder abgestellt. Es war nur laut und wir haben sie zurückgelöst im Februar, wo wir es dann benutzt haben, den Raum. Dann haben wir einfach so, wie es im Festset hat, die Gasflasche, wo oben so einen Gas hat. Und da war in einer halben Stunde alles heiß gewesen. Hat viel mehr Kilowatt wie aus dem PC. Und da war es ein bisschen schade, es ist mal Herbst geworden während dem Bauen. Und dann hat es einfach da in unser Feld geregnet. Und immer wenn wir etwas abgeladen haben, sind wir mega dreckig gewesen. Und hat Wasser gehabt, wo gelegen ist. Und wir haben trotzdem, obwohl es geregnet hat, müssen wir irgendwie weitermachen. Und dann, wo wir es haben verdichten wollten, ist uns der Kerl hier versoffen, weil es einfach so nass war. Es sind wir nicht so gescheit rausgekommen. Das ist auch noch lustig. Es gibt dann so eine Netzplan-Auskunft bei all denen. Wir haben dann bei der Swiss kommen so fragen, haben die auf unserem Feld noch? Da sind wir, haben wir da noch Kabel drin, Swisscom hat kein Kabel, Zasak hat uns, das ist der Telefonanbieter, hat uns da geschickt, sie haben also da oben durch ein Kabel und die Stromversorgung von ihrem Netzverstärker geht auch da durch. Also wenn wir da abschneidet, haben die ganze Straße kein Internet. So zum Plan haben wir dann 4-5 bekommen, vom Strom und vom Wasser und so. Und da haben wir eigentlich recht gut getroffen. Die gefährliche Kreuzung, also wir haben, da sieht man das gar nicht, wir haben eben nämlich unseren Strom
haben wir da abgeholt. Also wir mit dem Stromkabel sind wir dann da durch und dann zuerst da unten durch und dann da nochmal unten durch und dann da oben. Und dann, da haben wir wirklich anhand von dieser blöden Kopie herausgefunden, ob man da muss sein. Und haben auf den ersten Versuch haben wir gerade die Kreuzung gefunden und haben können, also ohne dass wir etwas verletzt haben, haben wir können machen. Da bin ich nur stolz gewesen. Das Internet von der Straße ist nicht ausgefallen. Und da sieht man, Christoph, wie man da eben von Hand und mit dem Backerli vorsichtig um die Leitung rundherum bastelt. Da ist noch der Graben fürs Internet später. Und es hat immer geregnet. Also man sieht es nicht, aber es hat wirklich jeden Tag. Da ist es also für den Gacki-Abfluss-Ding. Und ich hätte. Ja, da ist halt mal. Der Karre ist fast vor Sofa in der Wiese. Grusig. Ja. Und da, ich bin mit der Turnschuhe dann mal ausgestiegen und schauen. Dann habe ich den Schuh verloren. Ja. Oder der Mann, der dann nicht so einen Schieber, also wenn jetzt, wenn wir jetzt mal das Wasser abstellen, weil wir ein Leck haben, dann gibt es einen Schieber, den man dann mit so einem Schlüssel kann, so abstellen. Den haben wir jetzt fast müssen haben und dem auch wieder abgebracht hat. Der Tag geflucht, ein Frühwerk, neu und bla. Ja. Und gleichzeitig hat es bei uns, wir haben ja eben da vorne die Flachen und schon abgedeckt und schon ein bisschen Leergrund, hat es da natürlich auch immer drin geregnet und es ist alles ein bisschen grusig und nass geworden. Das Gebäude, wo wir gratis haben können, hat schon ein bisschen grusig ausgesehen. Wir haben dann da auch mal dann angefangen auseinanderzupfen. Die sind schwer gewesen, die haben nicht lupfen, aber der eine war etwas schmaler gewesen, den wir können so zwischen die Füße ziehen. Und so mit so, wie die Ägypter haben wir so einen Pfahl runtergelegt, dass wir sie rausholen können. Und da haben wir auch noch von einem Bauern noch ein bisschen besseren Grundlader ausgelegt, wo halt auch die grossen Häuschen lupfen können und nicht nur das schmale. Und dann sind Burg ist eben auch zu uns in den Computerclub gekommen. Das ist noch gut. Wir haben wirklich recht viele so Väter, die geholfen haben. Und da sind wir Tätzchen am Boden. Und die haben wir dann, die wir haben können, haben wir aufgeladen auf so Wege. Die sind normalerweise sind die Wege so zum Stroh transportieren. Auch haben wir die Elemente aufgeladen und sind dann so. Ah ja, genau. Und das mal. Schön in der Nähe vom Stroh. Ja, dann haben wir die Auflage bekommen, dass wir nie einen Kran haben im Schwenkbereich von der DB. Und dann hat dann aber der Bub gesagt, das kann ja nicht schwenken, das ist kein Schwenkbereich. Das hast du als Kreis überfahren, weil da unten ist der Veloweg. Und wir wollten nicht in den Dreck ins dreckige Feld fahren, sondern wollten einfach drunter fahren, auflupfen, dann ist der Wagen weitergefahren. Dann hat der da abladen und ist hier gefahren und hat es abladen, ohne dass er ins Feld fahren musste. Durchdacht. Und dann haben wir es aber, wir haben es noch nicht können, es hat schon geschneit, wir haben es noch nicht auf dort hin tun, wo wir eigentlich wollen. Wir haben es einfach mal die, die wir können, rupfen, haben wir da nicht tun. Die anderen sind schwer gewesen, die noch Wände hatten und Türen und so, die hat auch der Gele, konnte aber nicht können rupfen. Für da haben wir dann, und dann hat es mal unsere schöne Blache, hat es noch vorgeluftet im Schneesturm. Da sieht man Kabel. Und dann, haben wir mal noch müssen, so einen echten Lastwagen doch noch haben, der kann irgendwie so ein 2 Tonnen schweren Ding kann der auch 20 Meter rauslupfen und hat immer. Also der hat können so ein Häuschen dann nehmen und auf Wege noch tun. Aber so ein Kran, dass der kommt, der kostet pro Stunde irgendwie 250 Stutz oder so. Da haben wir dann möglichst gut vorbereitet, eben mit unseren kleinen Fronträdern, möglichst alles, was wir können, haben wir gemacht, dass dann der ist er wirklich in 3,5 Stunden fertig gewesen. Dann haben wir uns gerade noch so leisten. Dann hat dann eben die Häuser mit den Türen und so, hat dann noch aufladen. Und dann vom Veloweg aus, da übrig gelandet. Weil er hat auch gesagt, er kann sicher nicht ins Feld fahren, wenn wir versuchen. Und in Wien hat es halt ein bisschen Tätzchen gehabt, wir sind halt mit den Schuhen auf dem Feld gekommen und dann da rein gut Schnurren hängen und dann, ah ja genau. Und wir mussten unbedingt das letzte Jahr noch da fertig machen mit dem Umbau. Das war so ein Ultimatum. Und so irgendwie 2 Tage vor der Weihnachten haben wir es noch geschafft, um da Zieblinge zu verladen. Und dann haben wir, vieles T3 gewesen, sind die meisten von uns nicht gegangen das Jahr, eben weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir können dann noch helfen beim
umbauen. Und haben aber dann einfach in meinem Büro so einen Congress Everywhere Streaming da gehackt, irgendwie so einen Reaktor bastelt oder etwas und dann Spiele gemacht. So hat es ausgesehen. Es ist jetzt schon mal am ungefähr richtigen angestanden, aber wir haben wieder die Stockwinde, wo man kann so die Dinge und runter kann. Wir haben wieder von Hand aus hinein tun und noch so ausrichten, dass dann die Löcher wieder aufeinander passen und dass wir die Bolzen wieder reinstecken können. Da hat noch eine kleine Arbeit gegeben. Und es war immer noch grusig gewesen. Und kalt und wir mussten Händchen haben. Und der Stockwind ist gesoffen. Also es war einfach grusig gewesen. So. Und dann haben wir ein Ding, das ist eigentlich eine Kühlrunde, das hat auch zu den Folgen gehört. Haben wir einen Radiator gestellt. Nur zum Händchen durch, nicht so viele Händchen gebraucht. Das ist so ein kleiner 2 auf 2 Meter rum, den wir zumachen können. Das war nachher ganz heiß zum Händchen durch. Und dann, wo das mal ungefähr gepasst hat, haben wir dann angefangen wieder putzen. Und ja, genau, das Dach ist wie separat, das sind die Elemente. Und darum oben ist über das Erdblechdach noch. Da. Das ist auch noch cool von der Isolation her, die Platte vom Dach selber, die haben so viel Polyurethan schon und unten und oben Blech. Dann hat es wieder Luft, irgendwie da 8 cm, dann hat es noch so eine Trittschallschutzfolie und dann erst das Blech. Also wenn die Sonne drauf scheint, dann scheint es nicht direkt aufs Blechdach, sondern unten am Blechdach hat es wieder Luft und dann noch Isolation. Das ist echt ein cooles Dach. Da haben wir auch wieder selber angeschraubt und genietet und geschaut, dass es passt mit den Nummern. Da sind wir mal einen ganzen Mittag mit seinen Weltwerk hin und her gelaufen und haben nach Zahlen sortiert, dass das Lochbild wieder stimmt. Da ist unser Rack gekommen. Den haben wir dann von Hand oder hinten geholt. Irgendwie. Doch, am Arsch. Ja, so war es da. Es hat fast Spaß mit unserem Rohr, es ist ein bisschen schräg rausgekommen, das WC. Aber ungefähr. Dann, eine Woche später haben wir das Dach so weit oben gehabt. Das Wetter ist wieder besser geworden. Wir haben hier drin schon ein Regal aufgestellt, dass wir unsere Werkzeuge dort lassen können. Und Mate. Und das eine Räumchen, das so Brandschutzwände hat, so gibt's, der hat angefangen so zu schimmeln. Es war halt kalt. Und jetzt ist es wieder warm. Dann musste einer von uns das mit so Schabelwasser, Chlor einreiben, Schwämmchen. Dann hat er gesagt, es hat einen Schirr geputzt und gemacht hat. Und das ganze Haus hat so wie im Hallenbad geschmückt. Mhm. Und dann haben wir es einfach nachher neu. So Kinder haben es dann neu abpinselt. Das ist nicht mehr so schlimm. Und den Boden haben wir dann noch besser geputzt. Und das Internet ist dann gekommen im Februar. Das ist noch cool, der Zasnack. Ist so ein bisschen in der Region gepustet, der einzige Kabelanbieter. Und haben wir gefragt, ob sie uns könnten den Schlüssig sponsoren. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann haben sie das gemacht und seitdem haben wir dann eigentlich Internet gehabt. Und seit wir Internet gehabt haben, ist dann auch am Mittwoch dort wieder irgendwie gehackt worden. Und sobald es ein bisschen Internet gehabt hat, es mal wieder einen Server gehabt und alles. Obwohl es hat noch nichts sonst gehabt, es hat eigentlich mal Licht gehabt, da ist ein Bauscheibe auf Fakt. Und da ist noch ein Lager, da haben wir die Garage gemietet. Da haben wir so Lampen und so gelagert gehabt, die haben wir aber dann geholt. Und wir haben dann mal an so einer Plenumabend haben wir mal mit dem Laser haben wir mal so Teffel gemacht, wo so gross sind wie unsere Klapptische. Von diesen Klapptischen haben wir 12, da sind jetzt 6. Da. Wir haben mal, wie könnten wir wo hin tun, das ist schon fast klar gewesen. Den Server haben wir schon hier angeschraubt unterdessen. Ein bisschen drüber geredet. Und dann haben wir die Lampen gut gemacht. Und da haben wir schon ein bisschen gewusst, was wir wollen, haben den Durchgang ein bisschen verbreitern. So dass theoretisch der Laser könnte da durchgehen. dann ist etwas dazwischen gekommen. Wir haben in Bellingen eine LAN-Party mit über 200 Teilnehmern, wo ein paar Leute von uns recht engagiert sind. Zum Beispiel beim so Deko-Zeug haben wir gebastelt oder den Check-In haben wir gemacht. Und dann hat es nach dieser LAN mal bei uns im Hackerspace eben so Deko gehabt und so ein bisschen, ja. Und wir haben dann gedacht, wir machen doch, dass wir wieder eine Vision haben. Wir gehen doch raus, wir machen die Oster-LAN-Party in 3 Wochen. Einfach, dass wir mal wieder ein bisschen Stress haben. Ja. Und dann haben wir, da war jetzt erst eine Lampenreihe. Und dann haben wir gewusst, ja, jetzt in 3 Wochen muss es einfach tun.
und hat dann die anderen Lampen noch gemacht, den Tisch aufgestellt und eine Nebelmaschine ausprobiert. Und den Deko haben wir dann gerade wieder aufgestellt für unsere Lampe. Und provisorischen Beamer mal an tun. Ah ja, es war noch Revision, da haben wir so Demos geschaut mit so einem Beamer. Und dann haben wir so eine Bar aufgestellt und ein paar Leute eingeladen. Und da war eigentlich noch eine coole Party. Der Strom war theoretisch ein bisschen provisorisch. Wir haben es auch mit Magnet an die Decke gemacht. Dann hat der Vorstand sich schon im neuen Gebäude getroffen. Mal darüber geredet, was machen wir sonst noch so ein Jahr. Und dort haben wir dann nochmal gesagt, wir machen doch so ein Eröffnungsfest, dass wir mal sagen, jetzt ist die Baustelle fertig, ab jetzt ist hier auch für die Leute aus dem Dorf, es ist offen am Mittwoch, man kann hier hinkommen, basteln, programmieren. Da haben wir hier festgelegt. Und dann dachte ich, jetzt auf diesem Fest dann müssen wir schon noch den Rest vom Dach noch machen, die Dachrinne, so ein bisschen Verkleidung. Wir haben noch Sachen aus dem Lager geholt, so einen Selektautomat, den wir am Umbauen sind. So ein das Dorffest war noch, dann haben wir einen Stand gemacht und unsere Lachen hier von den Bauzahn aufgehängt. Und so Flyer verteilt, so Karten, wo da drauf gestanden ist, kommen an unsere Eröffnung. Es ist, da ist es und da kann man parkieren und so. Und dann, ja, wir haben wieder Jugendarbeit angefangen am neuen Ort, schon eine Woche später. Und haben PCs geschlachtet. Und jemand hat einen KUKA-Industrieroboter aufgebaut. Am Lasten gefallen irgendwo. Nein, da haben sie, irgendwie drei, vier haben sich so einen gewünscht und die haben dann gespart und so einen genommen. Was? Ich warte schon auch noch einen auf mal zahlen. Ja, und da war es noch lustig gewesen. Während dem Crowdfunding hat jemand angehört, den ich noch nie gehört habe. Er sagt von Kleinhandelfingern und er wird pensioniert und er sagt Möbelschreiner und sein Schaufenster muss leer werden, weil er verkauft irgendwie ein Bude. Er hat noch eine Küche neu gemacht. Es war noch nie einer, dass ich im Schaufenster gestanden. Wir können da gratis holen. Und dann hat der Kassierer mich zusammengeschissen. Wir können jeden Tag im Tutti irgendwo eine Küche gratis holen. Ich sagte, ja, mir ist gleich, ich brauche eine Küche. Und dann hat aber ein anderer gesagt, ja, aber im Tutti findest du nie eine, die neu ist und unbenutzt und kein Kretzli. Und das ist wirklich eine schöne Küche. Haben wir dann die geholt und die Wand geschmückt. Und Gasflaschen draufgestellt. Und das ist wirklich noch cool, es hat einen guten Schützstein. Auch mit so einem Browser, wo man mal etwas Grosses ausspülen kann. Es hat jetzt kein Gerät drin, oder? Es hat jetzt nicht einen Geschirrspüler oder so. Aber es ist immerhin mal eine schöne Arbeitsfläche. Die haben wir noch geholt. Und dann noch mal mehr Kies. Wir da so einen Hofplatz machen, dass man im Trocknen ins Haus hier laufen kann. Und denkt jetzt aufs Fest, wenn dann die Leute vom Dorf kommen, müssen wir da noch Kies anwerfen. Und den Kabelding haben wir dann noch ein Konzept gemacht, und zwar, das ist jetzt noch nicht gekommen in dem Moment, aber da oben wollen wir einen Gitterkanal machen, dass alle Stromversorgung läuft in diesem Gitterkanal, einen Kanal für Strom und einen für alles, was so Netzwerk ist und Glas und KMUs und so. Hat es dann sollen zwei Dinge geben, wo einfach vom Server rum hin bis ganz vorne, dass egal wo man sitzt, kann man irgendwie sein Ding in den Kanal schauen. Hat man einen Elektriker gehabt? Ja, jeder ist ein Elektriker. Ja. Also, es hat einen gehabt, der wirklich Elektriker gelernt hat. Das hilft. Ja. Haben Sie noch etwas abnehmen lassen, die ganze Elektroinstallation und so? Oder? Da. Nein.